Lena. Weißt du, ich hab mich immer mehr eingeigelt und hab Mama immer mehr zurückgewiesen. Vielleicht hätten wir da alles sagen sollen. Wir müssen jetzt versuchen, ganz stark zu sein. Versprichst du mir das? Augenblick. Danke, Herr Bergmann. Dr. Lessing, kommen Sie noch rein. Ich hab den auch. Lena, was machst du denn? Komm, steh auf. Lena, ich bin Markus Lessing, ich bin der Anwalt deines Vaters. Ist okay? Müssen wir gefunden haben, was wir suchen. Zum Beispiel die alles auf den Kopf. Papa, mach doch mal was. Lena, keine Sorge. Es klärt sich alles. Wir haben ja nichts zu verbergen. Das habe ich gerade gefunden. Guck mal einer an, und Sie wollen Herrn Scholl nicht gekannt haben. Sehr geehrter Herr Scholl, wir danken Ihnen für die Bestellung des unten aufgeführten Neufahrzeuges. Und so weiter und so weiter. Wollten Sie Herrn Scholl einen Sportwagen finanzieren, weil er sich so rührend um Ihre Frau gekümmert hat? Bitte, ja. Zusammen mit der Krawattenspange reicht es für einen Haftrichter. Sie sind festgenommen. Papa. Hallo, Lena. Wo ist mein Vater? Er ist noch bei der Polizei. Er lässt dir sagen, du sollst dir keine Sorgen machen. Wie geht's denn dir? Beschissen. Vielleicht beruhigt es dich, wenn ich dir sage, ich hatte schon einige Fälle, bei denen es am Anfang genauso schlecht aussah wie bei deinem Vater. Haben Sie denn schon eine Spur? Möglicherweise. Sag mal, Lena, hast du von den Problemen deiner Eltern was mitbekommen? Nein. Nein. Dein Vater sagt, es gab oft Streit im Haus. Deine Mutter ist manchmal weggeblieben. Kannst du mir dazu was sagen? Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich will deinem Vater helfen. Laber nicht immer alles super. Sie ist auch oft weggeblieben. Papa hat mir so leid getan. Es war doch schrecklich für ihn. Auf einmal im Rollstuhl. Ich habe sie auch nicht mehr verstanden. Dann diese blöden Kommentare von den anderen. Was waren das für blöde Kommentare? Der Pferdepfleger im Reitverein, der hat sowas gesagt. Dass Mama sich bestimmt erst mit anderen vergnügt. Das war so gemein. Ich hab's ihr gesagt. Und sie hat gesagt, das ist alles Quatsch, das ist dummes Getratsch. Und da hat es doch gestimmt. Ich glaube, deine Eltern hatten eine schwere Zeit. Beide. Weil zuletzt sah es doch wieder ganz gut aus. Ja. Ich habe mich so gefreut. Mama und ich, wir haben uns richtig gut verstanden. Dein Vater hat erzählt,
Er hat deiner Mutter eine silberne Krawattenspange geschenkt. Ja. Die hat dir so gut gefallen. Sag mal, mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass du hier alleine bist. Hast du keine Verwandten, zu denen du gehen könntest? Nein, die wohnen alle in Hannover. Aber ich kann zu meiner Freundin Biggie. Dann komm, ich fahr dich hin. Nein, das müssen wir nicht. Ich nehme das Fahrrad. Nicht der Kommissar, ich bin Ihr Anwalt. Was war an dem Abend los? Tja, wie soll ich das erklären? Indem Sie einfach die Wahrheit sagen. Wussten Sie, dass Ihre Frau ein Verhältnis mit Herrn Winter hat? Nein. Doch. Aber erst... Sie hatte es Ihnen erst gesagt, nachdem sie es beendet hatte. Und wem haben Sie das? Herr Winter hat es mir selbst erzählt. Sie hat das Verhältnis beendet, weil sie zu Ihnen zurück wollte. Nicole und ich haben gemerkt, dass wir uns immer noch lieben. Wir wollten nochmal von vorne anfangen. Das hätten Sie vielleicht auch Lena sagen sollen. Bitte, ganz ruhig. Ich weiß, du hast deine Mutter geliebt. Ich war doch so wütend auf sie. Sie hat immer wieder gesagt, dass sie nichts mit anderen Männern hat. Aber das war doch gelogen. Und als sie sie dann in den Armen dieses Mannes sah, da... Ich wusste doch nicht, dass diese Umarmung keine Bedeutung hatte. Ich dachte nur, Papa leidet so. Lena, dein Vater liebt dich. Und deswegen darfst du das nicht tun. Er braucht dich jetzt mehr denn je. Nein, er hasst mich. Er hasst mich. Nein, er liebt dich. Er würde alles für dich tun. Und das weißt du auch. Deswegen darfst du ihm jetzt nicht nochmal das Herz brechen. Bitte, gib mir deine Hand. Alles wird gut.